Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von White Day. Wir sind immer noch an diesem Tresor stehen geblieben und ich glaube, ich hätte vielleicht besser nachgucken sollen. Hier stehen ja die ganzen Daten schon. Und wir müssen, glaube ich, die Münzen einfach nur aufzählen. Das sind 2, 4, 6. Das sind 9. 5. 2. Und 4. Ich hoffe, das ist ein richtiger Gedankengang. Nämlich bevor ich zocken wollte, wollte ich wirklich wissen, was ich eigentlich machen soll. Und das Ding kann ja wirklich nur einzelne Dinger machen. So, links. Müssen wir zu 5. Dann zu 9. Dann zu 2. Ah, nee, das war falsch. Das war falsch. Ich musste rechts lang. Warte, nochmal. So, Moment. Wir müssen zuerst nach links. Das ist die 5. Eigentlich einfaches Rätsel, aber irgendwie habe ich das in der letzten Folge einfach nicht gescheckt. Nochmal rechts. 2. Kapier ich nicht. Warum macht er das nicht? So, Moment. Links. 5. Links 5, rechts 9, ich lass los, dann nochmal rechts, irgendwie macht er das nicht, also 5, 5, 9, eigentlich dann nochmal rechts. Wir machen es einfach mal links. 5 bitte einmal. Nach links rum 5. 9. Dann machen wir mal die 2. 2 und andere Seite 4. Die Richtungsangaben waren egal. So, hier müssen wir nichts mehr machen. Ich versuche mal mit den Lösungsmitteln. Ich hoffe, wir haben das jetzt soweit. Und die Uhrzeit ist wirklich nicht weitergegangen, Gott sei Dank. Einfach mal die Tür mit aufschließen. Kann ich eigentlich? Gut, die Tür können wir auch aufmachen. Das heißt, wir können vor dem Hausmeister fliehen. Kann ich hier irgendwas? Genau. War mir schon irgendwie klar, dass wir die ganzen Pflanzen töten müssen. Ja, fast überall. Da hinten glaube ich nicht. Ich werde hier nach unten dackeln. Dafür habe ich immer Zeit. Und wir haben noch 5 Minuten. Ich hoffe, der Hausmeister kommt jetzt nicht. Deswegen hat er auch die ganze Zeit gesagt, diese Pflanzen sehen komisch aus. So, ich hoffe, das schaffen wir noch. Die Türen werde ich alle erstmal nicht aufschließen, sind egal. Ich hoffe, die Musik ist wirklich nicht zu laut für euch. Ich finde die nämlich ein bisschen laut.
Okay. Erstmal meine Mission zu Ende bringen. Und die ganzen Flaschen rüberkippen. So, müssen wir oben nur noch gucken, ob wir da irgendwo eine Pflanze finden. Ich hasse Zocken nach Zeitangabe. Genau, weg damit. Ich auch. Und ich glaube, wir müssen... Ja, ich glaube, wir müssen nach unten. Und ich sah aus wie der Kern von diesem Ding. Gott sei Dank haben wir hier keine Stamina. Ich glaube, wir müssen nämlich den dicken, fetten Baum unten töten, den wir gerade durch die Tür gesehen haben. Ja. Ja, haben wir's? Wenigstens eine Sache haben wir schnell hinbekommen. Wir haben uns Angebetete gerettet. Yay. Erstmal Feuerzeug an. Oh, erstmal durch Schränke gucken. Oh. Also, es wäre ja echt mies gegangen, hätte ich das Rätsel... Hätte ich darüber nicht nachgedacht, noch eine Runde. Ich hätte sofort weitergespielt. Was ist das? Biologie, Spinnen, klasse. Sie können nicht kauen, sie lösen ihren... wie geht? Wie haben sie dann die im Biologie? Okay, die sind alle so aufgeregt. Und was flüstert hier? Ich mache einfach mal das Licht an. Huch, nein, das wollte ich nicht. Höre ich F... Sehr schön. Aber was das Schöne ist, wir können alle Türen aufmachen. Ich glaube, das werde ich auch jetzt sofort machen. Bevor wir zu... Ich sollte vielleicht erstmal speichern. Okay. Und wieso blinkert der hier? Nee, Leute, ich gehe erstmal speichern. Ich gehe da hinten speichern. Ganz schnell. In der Hoffnung, dass der Hausmeister erstmal nicht kommt. Dann haben wir nämlich... Dann können wir weiter rumschauen und müssen nicht nochmal das Rätsel machen. Ich habe nämlich immer noch ein bisschen Schiss, dass der Schrankgeist kommt. Schon wieder geht die Stimme weg. Und, wie gesagt, uns vielleicht den Kopf abpackt. Und da dieser Schrank hier so komisch leuchtet, okay,
Dann bin ich ja beruhigt. Bin ich in die falsche Tür? Ja, irgendwie schon. Hier musste ich hin. Okay. Hä? Aber hat er nicht gerade geleuchtet? Oh nein, und Yang liegt oben. Bewusstlos. Hört auf mit diesen Geräuschen. Wir gehen gleich wirklich nach oben. Um zu schauen, was die gute... Irgendwas läuft da oben. Ich glaube, ich gehe gleich echt nach oben. Aber ich will auch wissen, was hier in den Schränken ist. Ah, ich glaube, die Kleine kann da oben immer noch liegen bleiben. Ach, egal. Der Edel hält auf seinen schimmernden Ross. Hat leider Verspätung. Wir bitten um Entschuldigung. Und jemand läuft da oben rum. Schön, wir können die Türen aufmachen. Ist. Warum kommt die Musik? Ich hab gesehen, dass da gerade was blinkert in diesem Einschrank, ne? Wieso gibt's hier Störfaktoren? Aber wenigstens unten jetzt alles aufgeschlossen. Okay. Ja, nee, Dude, alles klar. So, haben wir hier was drin? Nipp. Hier was drin. Auch nicht. Ich denke die ganze... Ein Zeugnis mit guter Benotung. Es scheint, als habe er oder sie durch die Falschbeantwortung weniger Fragen auf zweiten Platz erreicht. Okay. Wen interessiert das? So, ich würde sagen... Wir wandern nach oben. Oder öffnen wir hier alles? Ja, hier können wir das nichts. Gut. Ich hoffe, der Hausmeister kommt jetzt nicht. Ich möchte nämlich gerne zu... Yong da hinten. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. In der Hoffnung, dass die Gute da ist. Stimmt, die haben wir ja gar nicht aufgeschlossen, weil ich sofort in den Geräteraum gerannt bin. Oh, Fezi! Warum? Warum bekommen wir auf einmal so viele Speichermöglichkeiten? Ich meine, ich finde es ja nett und so. Ne? Aber schon ein bisschen merkwürdig. Und gespeichert haben wir auch gerade. Möchte ich in diesen Raum? Okay.
Wahrheitssuche. Das Geheimnis des Lagers. Der Raum stellt eine kalte und... Das ist schon wieder so lang. Okay, Gott sei Dank war sie es und das Kissen wurde von jemand anderem zum Lagerraum gebracht. C. Holt es ab, doch bald darauf lag es schon wieder im Lager. Okay, die scheinen Lagerraum. Ist hier irgendwo ein Geist? Jetzt hör doch mal auf. Störfaktor. Gruselig wäre, wenn ich mich jetzt umdrehe und jemand hinter uns stehen würde. Will ich hier rein? Hätten, Yang ist weg. Hallo. Schon wieder was zum Lesen. Und das ist schon wieder so lang. Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Feuer, Wachstum, Sammlung, Wassereinheit. Okay. Ich erwarte immer noch diesen Geist im Schrank. Es stand mal in einem Text drin, den wir in der ersten oder zweiten Folge gelesen haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gute irgendwann mir ins Gesicht springt und mir eine Freundschaftsanfrage schickt. Die ich jedoch sehr gerne ablehne. Kann ich eigentlich das hier auch aufmachen? Irgendwie ist... Da liegt was. Ich gehe von der anderen Seite ran. Ist... so Jan kann ich auch nicht entdecken. Oh. Kreide. Was soll ich denn damit? Ah. Das können wir für die untere Tür benutzen. Es geht voran. Ich glaube, habe ich irgendeine Tür unten vergessen? Ich weiß es nicht. Auch schon wieder. A und B waren da.
Ist ja echt nett von B, ne? Okay, das war das das Mädchen, was wir umgesehen haben? Okay. Okay, das nenne ich ja wirklich eine richtig gute Freundschaft. Alter, jetzt habe ich mich vor den Schrank erschrocken. Hey, why are you still here? Anyway. What was that noise I heard? Geht dich ein Scheiß an. Sorry. Young ist verschwunden. Ein riesiges Baummonster hat. Ach, ziehen wir es einfach mal. Tree? Are you insane? I don't understand what you're saying. Why are there so many guys in this school who are completely obsessed with So Young? She's not even that pretty. Hey, come on, be honest. Are you here this late because you're into So Young as well? Is it because tomorrow is White Day? Nee, ich mag dich aber auch. Das geht sie definitiv nix an. Da werden wir bis zu unser Haaren leider zweigeteilt machen müssen. Have it your way then. Mach ich auch. Look, wake up, stupid. You think you're the only one so young bewitched with that face of hers? You don't know this, but she's a manipulative witch. Ehrlich, ist Young wirklich so? Du bist ziemlich unhöflich, finde ich. Ja, was nehmen wir denn von den beiden? Wir tun einfach mal auf blöd. Yes, she is. And that's not all. There are a ton of totally strange rumors about her. Rumor has it, so young. Did you hear something just now? Nee, du? Zur Quelle des Geräusches gehen oder Sang A folgen? Ich bin ja so ein bisschen für. Aber wollen wir den Gentleman und ihr hinterhergehen? Geräusche oder Gentleman? Ich kann mich gerade irgendwie nicht entscheiden. Ich glaube, das hat wirklich was mit den verschiedenen Enden zu tun. Ich gehe einfach den Geräuschen mal nach. Da hang eine. What are you doing in here? Tell me, what happened earlier? Okay, jetzt haben wir unsere Gute gefunden. Alles okay? Hast du dir wehgetan? Wie wäre es mit Danke, dass du mich gerettet hast? Komm, wir sind mal ganz lieb. Hast du dir wehgetan? Yeah, I'm fine. I can't remember anything. I woke up on the floor of a completely different room.
have a feeling that tonight is very different. Maybe the day is here. You know something too, don't you? Oh, bin ich jetzt angeklagt? Da war etwas aus Holz, das aussah wie ein Talisman. Ich habe dieses Teil einfach nur an die richtige Stelle gesetzt. Ich frage mich, was hier vor sich geht. Ich glaube, das ist dieser Talisman, den wir, keine Ahnung. Oh ja? Maybe. That might have caused it. All right, that's fine. This school has so many hidden secrets. I'm gonna go now. If you want to leave the school, go to main building too. Die Gute ist ganz schön seltsam. Ich hätte das A hinterher. Ich hoffe, der rennt den Weibern hinterher. Hoffe ich. Toll, das, toll, der Hausmeister ist wieder unterwegs. Jubiläum. Ich freue mich ja tierisch. Mir ein Speicherdings nicht mitgenommen. Sie sah die Frau im Schrank. Gut, ich wandere einfach mal nach oben. Oder nach unten. Ach, stimmt. Wir müssen ja dadurch. Aber ihr Lieben, ich glaube, ich werde... Lasst mal kurz gucken. Wie viele Fetzers ich habe. 4 Stück. Ich werde speichern gehen. Ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Ich höre den Weihnachtsmann. Und ich muss niesen. Hausmeister Krause. Auf jeden Fall, ihr Lieben, ich werde hier erstmal einen Cut machen. Der Hausmeister kommt, glaube ich, eh jetzt nicht. Und wir werden in der nächsten Folge durch diese wunderschöne Tür gehen. Und wir kommen dann wahrscheinlich in Hauptgebäude 2 rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao, Leute!